ist es? Kein Telefon hier. Mann, wo ist es? Warum ist das hier? Heidi. Endlich! Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Was hast du getrieben? Ja, sorry. Ich hatte mein Handy nicht dabei. Okay. Ich wollte nur fragen, ob unsere Verabredung zum Essen noch steht. Ja, natürlich. Ich bin auf dem Weg. Ach ja? Es klingt, als hätte ich dich aufgeweckt. Das scheint nur so. Wie dem auch sei, ich muss vorher noch einige Sachen erledigen, aber ich komme. Okay, Süße. Bis gleich. Reiß dich zusammen, Allison. Komm schon. Schnapp dir den Ordner. Zieh dich an. Und los geht's. Oder ich könnte ein Geschenk für die basteln. Mann, ich zittere immer noch. Du fehlst mir. Abteilung für Jagd und Fischerei Alaska. 2015 Sparrow Bay Lachsfischereilizenz für den Eigenbedarf. Ja, das ist die ganz einfache Lizenz. Der Haushaltsvorstand darf 25 Lachse fangen. Jedes weitere Haushaltsmitglied darf 10 Lachse fangen. Pro Haushalt dürfen 10 Flundern gefangen werden. Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder 2. Maximale Anzahl an Lachsen für diesen Haushalt 35. Diese Lizenz gilt ausschließlich für Sparrow Bay, Deep Salt Lake und Tenaki Rivers. Diese Lizenz muss während des Angelns mitgeführt werden. Die Schwanzspitzen müssen entfernt und die Lachsernte muss an dem Ort dokumentiert werden, an dem die Lachse geangelt wurden. Informationen zur gesetzlich festgelegten Zeitenausrüstung und Artenbeschränkung sind in der South Central Verordnung für Sportfischerei aufgeführt. Eddie war in letzter Zeit zu beschäftigt, um angeln zu gehen. Ich weiß, dass es ihm fehlt. Gestern Abend war ich nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Vielleicht klappt's jetzt. Dies Geburtstagsgeschenk. Seit ich hier ankam, habe ich nie viel von Weihnachten gehalten. Eddie gibt sich solche Mühe. Du hättest dich erst um dich selbst kümmern sollen, Marianne. Für uns alle. Daran erinnere ich mich gar nicht. Die schafft es einfach nicht, Carols Sachen auszusortieren. Tyler und ich sollten um den See radeln, wenn wir wieder reden. Ich habe genug Zeit, um was für die zu schnitzen. Immer das mal.
Morgen. Hey, Ali. Hey. Hi, Leute. Was macht ihr hier? Tessa und ich haben uns nach deiner Krankmeldung Sorgen gemacht. Sie hat im Café zu tun, hat mir aber einen Kokosnusskuchen mitgegeben, weil du es nicht zum Mittagessen schaffst. Das ist nett, Tom. Danke. Ich gehe schon mal rein, sonst friere ich mir noch den Arsch ab. Okay, danke. Ist Tyler heute nicht da? Wir hatten Streit. Ich denke, wir brauchten einfach ein wenig Abstand voneinander. Tut mir leid, das zu hören. Du warst so froh über seine Rückkehr. Ach, schon okay. Wir kommen drüber weg. Das hoffe ich wirklich. Also, Tessa hat mir erzählt, was auf dem Friedhof vorgefallen ist. Ja, tut mir leid, dass es so heftig wurde. Aber wir mussten einfach verstehen, warum Marianne tat, was sie tat. Besonders Tyler. Oh, natürlich, natürlich. Das ist dir bewusst. Habt ihr zwei nichts gesagt, was sie nicht selbst schon dachte? Sie gab sich jahrelang die Schuld. Naja, sie war nicht alleine verantwortlich. Alle haben sich irgendwie schuldig gemacht. Gut, dass du das erkennst. Es scheint, als wäre dein Bruder, naja, nicht annähernd so nachsichtig, oder? Er war schon ziemlich schroff. Vor allem zu Eddie. Aber wir hatten genug von Leuten, die uns nur zu unserem Besten anlügen. Ja, natürlich. Völlig nachvollziehbar. Nur, es tut mir leid, dass du die ganzen Konsequenzen trägst. Ich hörte von dem Streit mit deinem Onkel. Ich hoffe wirklich, dass dein Bruder deine Opfer zu schätzen weiß. Wird er. Ich meine, das tut er. Tut mir leid, ich bin ziemlich durch. Natürlich. Ruh dich mal aus. Sag Michael, dass er sich Zeit lassen kann. Okay. Danke für den Besuch. Mach's gut. Bis bald. Sorry, dass ich dich hängen lassen hab. Im Ernst. Fahr unter keinen Umständen bei Tom mit. Hat er von den neuen scharfen Schokoriegeln erzählt? Ja. Und auch, was sie mit seiner Verdauung anstellen. Was ist mit ihm? Er war noch nie so hilfsbereit. Ich glaube, er und Tessa machen sich ernsthaft Sorgen. Außerdem muss man im Wahlkampf nach seinen Bürgern sehen. Ja, vermutlich. Nimm dir ein paar Waffeln, wenn du willst. Das ist Eddies Art zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Oh, das ist ja süß. Aber ich hatte ein unmenschlich großes Frühstück. Also, nein, danke. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss echt raus aus der Lost Crossing. Naja, wir sind fast soweit. Stimmt's? Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich habe dieses Gefühl, dass alles ins Wasser fällt und ich dann hier festsitze. Für immer. Das wird nicht passieren. Wir haben einen Plan. Wie schön, dass du da bist, Michael. Danke fürs Kommen. Kaffee und ein freundliches Gesicht hatte der Doktor doch verschrieben, oder? Ich will mich einfach nur den ganzen Tag lang vom Fernseher einrollen. Vielleicht die letzte Staffel von Die Hexen von Eldam bingen. Dann mach das. Nee, ich muss meinen faulen Arsch für mein Treffen mit Dee hochkriegen. Allison, was ist los? Alles läuft falsch. Mein ganzes Leben geht einfach den Bach runter. Alle, die mir nahestehen, haben mich jahrelang belogen und ich kann nicht mal meinen Erinnerungen trauen. Als würde meine Realität sich immer wieder verändern. Hey, ich verstehe, dass Tylers Rückkehr viele Fragen für dich aufgeworfen hat. Aber vielleicht solltest du nicht gleich alles aufgeben, ja? Die letzten Tage war viel los und es ist voll okay, überfordert zu sein. Du wirst noch dahinter steigen. Familien sind abgefuckt. Es sind quasi Abfuckmaschinen. Du hast recht. Ich muss mich entspannen.
Vielleicht haltet dich das wieder auf. Ich habe die perfekte Bude gefunden. Schau mal. Ziemlich cool, hm? Die Kaution ist ein bisschen hoch, aber es gibt zwei große Schlafzimmer mit Blick auf den Kanal. Liebling, willst du dein Zuhause wirklich für diesen hässlichen Kasten aufgeben? Oh Gott. Alice, Alice, sieh mich an. Ist okay? Ich bin nur... ich muss... Ich muss mich nur kurz setzen. Schon okay. Ich bin hier da. Was ist los? Mein Gott, alles. Mein Herz schlägt wie verrückt. Immer, wenn ich esse, wird mir schlecht und... Und ich sehe Dinge. Erinnerungen von Mary Ann und mir und Tyler, als wir Kinder waren. Und Eddie und... Früher waren es Dinge, die meiner Meinung nach wirklich passiert sind. Aber jetzt sind sie überall. Und brüllen jeden beschissenen Gedanken aus, den ich je über mich hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Es ist heftig. Sorry, es... Ist sowas früher schon mal passiert? Gleich nach Marians Tod hatte ich viele Panikattacken, aber das war anders als jetzt. Komm her. Ich verstehe. Okay? Ich verstehe dich. Du musst mich für komplett verrückt halten. Ich glaube, du hast was echt Schlimmes durchgemacht und warst nie in Therapie, oder? Ja, ich habe nach ein paar Therapeuten geschaut, aber die sind alle so weit weg und echt teuer. Naja, du weißt, wie es mir 2011 ging. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Hilfe geschafft hätte. Und du bekommst bald Geld vom Hausverkauf. Für unsere Wohnung in Juneau. Ich lass dich nicht einfach hängen. Hey, ich weiß, du hast es, andere zu enttäuschen, aber dein eigenes Leben geht vor. Ich verstehe das. Und Tyler auch. Danke. Ich versuch's. Ich muss echt mit dem Haus weitermachen, aber Tyler übernachtet da. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffen will. Wenn du willst, gehe ich für dich hin und gucke, wie er sich fühlt und ob er reden will. Was meinst du? Ja, das könnte funktionieren. Ich hoffe nur, er spricht mit dir. Er war noch nie gut darin, sich neuen Leuten zu öffnen. Sicher? Ja, natürlich. Ich versuch's gern, wenn es euch zwei vielleicht wieder zusammenbringt. Oh shit, ich bin zu spät fürs Essen mit Dee. Ich muss mich noch umziehen, aber wenn du willst, setze ich dich beim Laden ab. Klar, danke. Nein, Michael, danke dir fürs Zuhören. Ernsthaft.
Heidi. Hey, meine Hübsche. Alles okay? Du siehst echt beschissen aus. Ich hab nicht sehr gut geschlafen. Aber hier bin ich, weil du mir wichtig bist, siehst du? Oh, nun, ich weiß unseren Mädchenausflug zu schätzen. Gib mir nur 5 Minuten, um den Papierkram zu erledigen. Keine Eile, ich muss Eddie noch was vorbeibringen. Klar, und du musst Mrs. Romeros Kuchen probieren. Als Dank für die Hilfe mit ihrem Exhibitionisten. Im Pausenraum. Beeil dich besser, bevor Greg ihn vertilgt. Mrs. Romeros Kuchen? Bin dran. Ich treffe dich dort, wenn ich hier fertig bin. Morgen. Hallo, Miss Ronan. Hey, Gregs. Hey, Allison. Was führt dich heute her? Ich sollte Eddie bloß ein paar Unterlagen vorbeibringen. Der Chief hat viel zu tun, aber du kannst es ihm ins Fach legen. Oh, sieht aus wie Wildbeeren. Mrs. Romero muss sie im Sommer eingefroren haben. Oh ja, sie nimmt ihre Kochkünste ernst. Sehr ernst. Vom Chief. Sorry. Eddie ist wohl beschäftigt. Ich sollte ihn nicht stören. Ich sollte die Unterlagen hier ablegen. Eddie ist noch eine Weile beschäftigt. Meine Eltern und mein Bruder leben hier. Vielleicht kennen Sie ihn. Er arbeitet bei der Firma. Er heißt Eddie. Ich frage mich, was Eddie über meinen Umzug denkt. Wir haben kaum darüber gesprochen. Okay, wie hast du es geschafft, etwas übrig zu lassen? Dein Ernst? Ist meine 3. Portion. Ich habe meine Sachen oben abgelegt und warte dann im Pausenraum. Okay, Süße. Bin gleich fertig. Dessert zum Mittag. Ziemlich cool, was? Ziemlich cool, ja. Ich war schon immer ein Schleckermaul. Hab's von meiner Mutter. Sie hat fast täglich gebacken. Muss aber langsam ein bisschen aufpassen. Anordnung vom Arzt. Brandon geht's da ganz ähnlich. Man, das Kind kann essen. Linda ist ziemlich besorgt, aber... Jungs im Wachstum. Er braucht die Energie. Er will Wrestling machen und... Mann, oh Mann, er gibt sich Mühe. Mann, 14 war ein echt gutes Alter. Was liest du? Oh, über den Hafenstreik und den Ärger, den diese Leute uns allen bereiten. Ich hasse Streiks. Wo sind wir? Etwa in Paris? Bitte. Für viele ist das der einzige Weg, um sich Gehör zu verschaffen. Was gibt's bei dir? Forellenpastete und Schwarzrettich. Ich bin auf Diät. Eine Kuchendiät? Hey, darüber schweigen wir. Dieser Kuchen ist der Wahnsinn. Der beste, den ich je hatte. Oder? Hey, Grex. Und? Was treibt die Unterwelt von Delos Crossing so in letzter Zeit? Wilderer, Vandalen, ein paar unvergessliche Sittlichkeitsvergehen. Nichts Ernstes. Ich hab da nichts gegen. Langweilig ist gut. Nicht wie in Juno.
Meine Tochter will da unbedingt hinziehen, aber das kann sie vergessen. Warum? Juno ist super. Dort erlebt man wenigstens was. Drogen, darum. Doppelt so viele Delikte wie im Landesdurchschnitt. Ständig kommen Leute von weiß Gott woher. Oh, das wusste ich nicht. Hey, Grex. Stehen irgendwelche großen Urlaubspläne an? Wir fahren über Thanksgiving wahrscheinlich nach Anchorage. Lindas Schwester wohnt in der Gegend. Aber für Neujahr habe ich geheime Pläne für einen Familienausflug nach New York City. Hab 2 Jahre lang gespart und alles mit einer falschen E-Mail-Adresse gebucht. Richtig cool. Da möchte ich ja auch gern mal hin. Ist wohl unser letzter Ausflug, bevor Lauren aufs College geht, also soll es schön werden. Ich bin mir sicher, dass ihr viel Spaß haben werdet. Hey, sorry, dass es so lange ging. Keine Sorge. Du wirst es nicht glauben. Wir haben den Briefkastenräuber. Rate, wer es war. Lass mich raten. Ein Nachbarskind? Falsch. Ein Waschbär. Der Meisterkriminelle von Delos Crossing war am Ende nur ein pelziger Müllschlucker. So werden Legenden geboren. Jedenfalls tut es mir echt leid, dass ich dich sitzen lasse, aber ich muss den Kleinen zur Wildtierbehörde bringen. Wir verschieben das, okay? Oh, kein Problem. Wirklich, das verstehe ich. Die Pflicht ruft. Danke. Oh, ich hab dir was mitgebracht. Ein verspätetes Geschenk. Nichts Großes, aber... Was sagst du da? Ich liebe es. Hast du das gemacht? Ich hab mit dir echt Glück gehabt. Ohne dich wird Delos Crossing völlig anders sein. Ach, komm schon. Ich ruf dich später an. Versuch etwas zu schlafen, okay? Bis dann. Tja, so viel zu meinen Mittagsplänen. Hey, ist dein Bruder heute nicht dabei? Nein. Er wollte sich hier wohl nicht mehr blicken lassen, nach dem, was er gestern abgezogen hat, was? Was meinst du? Du weißt schon, dass er in den Archivsaal eingebrochen ist und dann deinen Onkel so angegriffen hat. Hey, wir sorgen uns alle um dich. Das ist nicht die Allison, die wir kennen. Die Allison, die ihr kennt? Ja, das süße, clevere Mädchen, das nie jemandem absichtlich wehtun würde. Ich weiß, ihr drei habt euch versöhnt, aber im Ernst, es machte ihn zu schaffen. Wir haben getan, was nötig war, um zu bekommen, was wir brauchen. Okay, sei aber bitte vorsichtig. Ich mache das schon sehr lange. Und Leute ändern sich sehr selten. Selbst wenn wir es wirklich wollen. Hör zu, ich bin echt müde. Können wir das nicht? Allison, ich mag dich. Wirklich. Ich kenne dich schon ewig. Du bist ehrlich, standfest. Du machst keinen Ärger. Aber Tyler, ich meine, wenn er runtergeht, du hast dich nicht von ihm entziehen, okay? Ich kann das nicht. Alles okay? Bitte lass mich einfach. Ich brauche Luft. Ich brauche frische Luft. Okay. Das hat
hatten wir schon mal. Gleich geschafft. Schwindelst du? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wie die Leute da sein werden. Oder wann ich dich wiedersehe. Wir können es rückgängig machen und sagen, was wirklich passiert ist. Nächster. Das war's. Ende. Ich kann immer mit der Stimme mit dir reden, oder? Ja, klar. Es wird fast so sein, wie sonst auch. Es ist Zeit zu gehen, kommt schon. Hey, Chief. Eine Sekunde. Hey, Kinder. Ich, bin zurück zum Haus und hab ein paar Sachen für euch. Ich weiß, wie viel sie euch bedeuten. Danke. Danke, Sam. Oh, Kinder. Ich. Das ist nur ein Auf Wiedersehen auf Zeit, okay? Allison? Was machst du hier draußen? Es ist kalt. Ich brauchte nur etwas Luft. Was ist passiert? Was ist, kleiner Elch? Ich glaube, ich hatte eine Panikattacke. Das wird schon. Komm mal rein und wärm dich auf. Dann sprechen wir darüber. War einfach so. Gott, wie peinlich. Schon gut. Du hattest lange keine Attacke mehr. Was ist los? Ach, Mann, ich lag so falsch. Bei einfach allem. Lag es an etwas, das Tyler gesagt hat? Nein. Nicht er. Ich war es. Schon wieder. Ich hab ihn enttäuscht. Ich finde, du hast dir echt den Arsch aufgerissen für ihn. Du verstehst nicht. Ellie, du trägst so viel mit dir herum. Mit Tylers Rückkehr und deinem Umzug. Lass es doch mal gut sein mit diesen Dingen, die dich offensichtlich stressen. Wenn du Marianne meinst, nein. Ich schulde es Tyler einfach. Wirklich? Ich weiß nicht, warum du die Schuld bei dir suchst. Du warst nicht schuld.
Ja, Leute. Und wie wir hier antworten, sehen wir in der nächsten Folge.